Moin moin und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und Lust habt, etwas mehr über Dessous zu erfahren. Ja, zumindest so viel, wie YouTube mich hier lässt. Alternativ kann ich dir auch Patreon empfehlen, dahin darf ich hinverweisen und dort gibt es definitiv auch ein bisschen mehr Videos und ein bisschen mehr dazu zu sehen. Ich habe nämlich schon für OnlyFans zum Beispiel auch schon mehrere Videos über Unterwäsche gemacht, aber wir beschränken uns jetzt erstmal hierauf und schauen, womit wir uns in diesem Video eigentlich genau beschäftigen. Ihr fragt mich immer und immer wieder und löchert mich ganz schön, was für Marken kann ich eigentlich empfehlen? Und an der Stelle muss ich einmal ganz klar sagen, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, welche Bedürfnisse ihr habt und welche Anforderungen ihr an Wäsche habt. Ich weiß auch nicht, welche Körperform ihr habt und so weiter und so fort. Und all das wäre tatsächlich relevant, um euch etwas empfehlen zu können. Deswegen gibt es hier halt keine Empfehlungen von Marken, sondern ich werde einfach mal mit euch so durchgehen, was sind eigentlich Dinge, die man vorher bedenken sollte, was sollte man währenddessen bedenken, was gibt es eigentlich an verschiedenen Dessous, so im klassischen Sinne, und ich würde sagen, lasst uns gleich mal anfangen, oder? Bevor es aber tatsächlich an den Kauf von Dessous geht, gibt es zwei Fragen, die man sich vorher tatsächlich mal stellen sollte. Nummer 1. Wozu möchte ich diese Dessous eigentlich haben? Wofür will ich die tragen? Möchte ich vielleicht einfach nur was für ein Fotoshooting, was gut aussieht, aber sich nicht gut anfühlen muss? Möchte ich etwas, das ich tatsächlich jeden Tag unter der regulären Kleidung und unten drunter tragen kann? Oder möchte ich etwas, ja, was langlebig ist, weil es meine Arbeitskleidung zum Beispiel ist? All das sind ganz unterschiedliche Bedürfnisse und hier wird ganz unterschiedliche Wäsche benötigt. Die zweite Frage ist da tatsächlich auch nochmal ein Ticken schwieriger, denn du solltest dich mal mit deinem eigenen Körper auseinandersetzen. Welche Teile findest du besonders schön und möchtest in den Vordergrund rücken? Möchtest du vielleicht dein Dekolleté oder deinen Po oder deinen Bauch besonders betonen? Oder bist du vielleicht jemand wie ich, der die Silhouette total toll findet von sich selbst, den Busen und den Po, aber bloß nicht den Bauch betonen? Um ehrlich zu sein, ich persönlich fühle mich tatsächlich am allerwohlsten, wenn ich irgendetwas anhabe, wo ja der Bauch tatsächlich mit Stoff bedeckt ist. Diese klassische BH-Slip-Kombination ist für mich der Albtraum. Und ich habe zwar einen so ein Set, aber so unter uns, ich habe es wirklich nur für die Kunden und Kundinnen, die explizit genau danach fragen. Und sonst rühre ich es nicht an. Du solltest dir auf jeden Fall auch im Klaren darüber sein, ob du dir Wäsche wünschst, die zum Beispiel auch ja, ein bisschen Form gibt, vielleicht hier und da auch ein bisschen was wegschummelt oder dazu schummelt, oder ob du Wäsche möchtest, die ja eigentlich dich überhaupt gar nicht einschränkt und dir auch gar keine Form gibt, sondern du deinen Körper tatsächlich einfach so ausführen und tragen möchtest, wie er halt so geschaffen ist. Ich persönlich finde es zum Beispiel total in Ordnung, Shapewear zu tragen oder auch ja zum Beispiel Mieder, die tatsächlich auch ja alles so ein bisschen kompakter zusammenpressen und dadurch eine ganz besondere Form auch schummeln. Oder ja, eben halt nicht. Das ist jedem selbst überlassen und es ist einfach nur wichtig, dass man sich vorher einmal darüber Gedanken gemacht hat. Lasst uns also gleich mal einsteigen und über BH sprechen. Davon habe ich auch welche. Ich trage hier gerade auch ein. Und hier sind wir eigentlich auch schon bei einem sehr wichtigen Thema und zwar großen Größen bzw. den Nicht-Normgrößen. Bei BHs haben die Menschen immer ja, Körbchengröße A, B, C und ja von 75, dann gibt es 80 und 85. Das Spektrum reicht aber viel, viel, viel weiter. Angefangen von Cup A bis zu Cup, was trage ich? F, das ist das, was ich gerade trage. Und noch viel, viel, viel weiter, denn das ist bestimmt nicht der größte Busen, den ein Mensch haben kann. Leider gibt es ganz viele Hersteller, die diese größeren Größen oder diese nicht standardisierten Größen nicht unterstützen. Das ist oftmals sehr, sehr schwierig, sowohl für sehr, sehr schmale Menschen. Zum Beispiel findet man einen Hersteller, der die Größe 60F anbietet, also einen ganz, ganz, ganz schmalen Oberkörper, aber viel Busen dazu. Das ist eine richtige Herausforderung. Genauso, wenn wir in die andere Richtung gehen und zum Beispiel eine 100B haben möchten, ist das in aller Regel ziemlich schwierig, da etwas zu finden, was
A, wirklich optisch ansprechend ist, genau den Halt liefert, den man braucht oder überhaupt diese Größe anbietet. Und wo wir schon beim Thema Größen sind, haben viele Hersteller leider eine sehr diskriminierende und abwertende Haltung Körpern gegenüber, die jenseits der Kleidergröße 44, 46 sind. Irgendwie scheinen die meisten zu denken, dass diese Menschen nicht sexy Dessous tragen wollen, obwohl das nicht der Wahrheit entspricht. Viele Menschen würden sich gerne auch in größeren Größen schön und sexy einkleiden, finden aber kaum passende Wäsche, die ja in diesen Größen angeboten wird. Aus dem Grund würde ich dich tatsächlich bitten, wenn du dieses Problem selbst auch kennst und sogar eine Lösung dafür hast, schreib es gerne unten in die Kommentare. Welche Hersteller kennst du? Was kannst du empfehlen? Wo gehst du einkaufen? Das fände ich persönlich tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend. Zum Thema BHs, was gibt es da sonst noch zu sagen? Es gibt diese klassische Slip-BH-Kombination, die ich ganz furchtbar finde, weil sie meinen Bauch ganz elendig in Szene setzt und ich das überhaupt nicht gerne habe. Ich kaufe allerdings auch nicht besonders gerne Slips, weil ich im Intimbereich eine Narbe habe. Und deswegen ist diese ganze Slip-BH-Kombination für mich eigentlich was nicht wirklich relevant. Dazu kommt, dass die BHs, die ich für mich tatsächlich kaufe, weil sie den Halt bieten und die Qualität bieten, in aller Regel so bei 70 Euro pro BH erst losgehen und ganz schnell auch mal Richtung 100 Euro gehen können. Für einen guten BH ist das leider ein normaler Preis, gerade wenn du ja eine üppige Oberweite hast und den nötigen Support wirklich auch brauchst. Oftmals sind die Slips dazu dann halt auch so bei 40, 50 oder 60 Euro und das Geld gebe ich dafür nicht zusätzlich aus. Nicht für Slips, die ich nie trage. Kommen wir nun zu anderen Formen von Dessous. Schließlich gibt es Gott sei Dank nicht nur Slips und BHs. Es gibt auch sowas Feines hier. Feinstrümpfe. Für mich tatsächlich so ein Objekt der Begierde, wenn man nicht sogar von einem Fetisch sprechen könnte. Ich finde sie ganz, ganz, ganz großartig und Feinstrümpfe im Dessous-Bereich zeichnen sich dadurch aus, dass man noch die Haut sehen kann. Also sie sind nicht so eng gewebt, dass man gar nicht mehr hindurch gucken kann, sondern es ist recht einfach, bis auf die Haut durchzugucken. Das macht auch den Reiz dieser Strümpfe eigentlich aus. Und die gibt es in den unterschiedlichsten Formen. Die gibt es als Strumpfhose, als Ganzkörperanzug für wirklich die Hardcore-FetischistInnen. Es gibt solche Strapsstrümpfe und es gibt auch diese Halterlosen. Der Unterschied ist der Saum, also wie sie hier verarbeitet sind. Die Halterlosen müssen ja irgendwie schon halten, und zwar durch diese Silikonstreifen, die hier drin sind. Hier gilt, je mehr, je besser. Ganz besonders, wenn du nicht die schlankesten Beine hast, wie ich zum Beispiel. Strapsstrümpfe hingegen haben einen Bund, der mehrfach umgenäht ist, und hier halten dann die Ösen. Moment. Hier. Die werden nämlich an sowas hier befestigt und da braucht es einfach ein bisschen mehr Material. Und zack. Ich persönlich finde ja, dass Feinstrümpfe wirklich allen Körperformen gut stehen und zu ihnen passen. Ganz besonders solche halterlosen Strümpfe. Es ist nicht immer ganz einfach, sie auch in den größeren Größen zu finden. Aber inzwischen rüsten da die Hersteller tatsächlich auch nach und bieten tatsächlich auch für andere Körperformen Strümpfe an. Es wird auch langsam Zeit. Es gibt auch Hersteller wie zum Beispiel Woolford. Ich glaube, das ist eher eine der mittleren Größen, was ich hier habe und trage. Die sind aber auch oft sehr elastisch, leiern sich mit der Zeit auch leicht aus, dass sie nicht mehr ganz so einschneiden. Und haben hier Woolford zum Beispiel 1, 2, 3, 4 Silikonstreifen. Das passt für sehr, sehr, sehr viele Körperformen. Nicht für alle, aber für wesentlich mehr als so diese Standarddinger. Ja, Feinstrümpfe, alle Geschlechter, jedes Alter. Sie sehen einfach immer gut aus, ist zumindest meine Meinung. Viele von euch haben mich auch immer wieder nach bequemen Dessous gefragt. Also etwas, was hübsch aussieht, aber bei all dem immer noch easy zu tragen und angenehm ist. Und dass man immer das Gefühl hat, so, ich kann mich nicht mehr bewegen.
An der Stelle ist mein Tipp, das, was ich eigentlich am meisten kaufe, Buddies. Habe ich in allen Formen, naja, so viele Formen gibt es davon nicht. Ich habe sie in Schwarz, in Weiß, in Rot, in Grün, ich habe sie, glaube ich, in allen Farben. Das Schöne an Buddies ist halt, dass in der richtigen Größe gekauft sie sich einfach an den Körper anschmiegen. In aller Regel sind sie auch aus einem bielastischen Material. Ich hoffe, dass das der richtige Begriff ist. Das bedeutet, dass du sie in beide Richtungen dehnen kannst. Das ist auf jeden Fall, was ich bei Wäsche immer einmal checken würde, wenn du es bequem haben willst. Hier zum Beispiel die Spitze auch. Es lässt sich in beide Richtungen dehnen und dadurch lässt es sich viel besser an den Körper anpassen und ja, fühlt sich einfach komfortabler und bequemer an. Ich kaufe Buddies und wenn ich sie kaufe, achte ich immer darauf, ob sie auch sowas wie hier haben. Moment, kann man das sehen? Das ist ein Abnäher hier. Das ist eine ganz besondere Naht. Es gibt auf Patreon auch ein Video, in dem ich erkläre, warum Abnäher so wichtig sind. Die geben nämlich Form und ja, sorgen dafür, dass ich Kleidung an diesen dreidimensionalen Körper anpassen kann. Denn Kleidung ist nichts weiter als zusammengenähter Stoff, der im Normalfall nicht dreidimensional ist. Und spätestens, ja, wenn du einen großen Busen hast, brauchst du oder ist Kleidung mit Abnähern zumindest vorteilhafter. Eine Alternative zum Body ist auch zum Beispiel sowas, das ist so ein Kleidchen oder ein Negligé. Gibt es auch die verschiedensten Formen und Ausfertigungen von. Ein bisschen kürzer, ein bisschen länger. Manchmal nennt man die auch Unterkleider. Preislich gesehen, ich habe jetzt Buddies, ich glaube, der hat 60 Euro gekostet. Das lag, glaube ich, auch so 60, 70. Der schwarze, den ich eben in der Hand hatte, der hat tatsächlich knappe 100 Euro gekostet. Und dieses, ich nenne es mir Leibchen, Negligé, Kleidchen, das hat mich tatsächlich 200 Euro gekostet. Ist von La Perla und ganz ehrlich, es ist mal einer der Hersteller, wo man nicht für den Namen bezahlt. Ganz anders als zum Beispiel Palmas. Da habe ich das Gefühl, dass ich wirklich nur für den Namen zahle. Was macht dieses Stück zu einem für mich so qualitativ hochwertigen Stück, dass ich 200 Euro dafür im Schlussverkauf bezahlt habe? Dieses Teil hier habe ich wirklich rauf und runter getragen. Ich habe das mehrmals in der Woche angehabt. Ich habe es auch mehrmals in der Woche in der Maschine gewaschen. Kurz aufgehängt, nach ein paar Stunden war es wieder trocken. Zack, ich konnte es wieder anziehen. Und das ist eine der Sachen, wofür ich wirklich bereit bin, viel Geld auszugeben. Denn das Schwarz ist immer noch schwarz. Die Spitze sieht gut aus, so wie ich sie gekauft habe. Es ist nie eingelaufen, nie ausgeleiert. Das Material ist immer noch elastisch und macht das, was es tun soll. Und es sieht einfach klasse aus. Und ja, dafür sind 200 Euro für mich okay. Und an der Stelle möchte ich aber nochmal betonen, das ist Arbeitskleidung für mich. Das ist nichts, was ich einmal im Jahr anziehe, wenn mein Partner Geburtstag hat. Das trage ich oder das habe ich wirklich rauf und runter getragen. Und eigentlich müsste es mir nach all den Jahren vom Leib fallen, tut es aber nicht. Eine Art Dessous, die ich persönlich auch super bequem finde, ist oder sind Sachen aus Fischnetz. Ich weiß gar nicht, wie man das sonst beschreibt. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist ein gestricktes Material, das überall diese kleinen Löcher drin hat. Das gibt es entweder in solch einem Muster. Hier hat man dann gleich noch so ein Spitzenmuster, so ein geblümtes mit dazu. Hier habe ich ein anderes Teil, das ist auch einfach nur so ein Netz mit aber so Bling-Bling-Steinchen draufgeklebt. Die gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen, als Strumpfbekleidung, als Strumpfhose, Ganzkörperanzug. Das hier ist tatsächlich nur ein Body. Ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Der Vorteil an diesem Material ist aber, dass es unheimlich elastisch und flexibel ist. Also sich wirklich an unterschiedlichste Körper anpasst. Sie werden in aller Regel in so einer Einheitsgröße verkauft. Einfach ja, weil sie so unheimlich elastisch sind, dass man damit sehr viele Körperformen abdecken kann.
sehr viele, nicht alle, aber wirklich sehr, sehr viele. Dazu ist es wirklich bequem und je nachdem, wie es auch gestrickt ist, kann es sogar auch wärmend sein. Also wenn man jetzt so im Club unterwegs ist, ist eine ganz coole Angelegenheit. Man muss wissen, Fischnetz ist nicht sehr langlebig. Nach 10 Wäschen wird es höchstwahrscheinlich ein Fall für ja, die Müllhalle leider sein. Nichtsdestotrotz mag ich dieses Material an sich auch sehr, sehr gerne und ja, benutze es halt. Fischnetz-Geschichten sind in aller Regel nicht sehr preisintensiv. Hier, das ist so ein Ganzkörper-Ding, davon gab es 2 zum Preis von 15 Euro. Für das hier, naja, durch dieses ganze Bling-Bling habe ich dafür 30 Euro bezahlt. Aber an sich sind diese Fischnetzgeschichten doch eher eine preisgünstige Variante, womit man sich nicht gleich in extreme Umkosten stürzt und trotzdem was hermachen kann. Eine ganz spezielle Kategorie von Unterwäsche und Dessous sind Mieder. Falls du dir jetzt denkst, hä, das hört sich an und das sieht aus wie was, was meine Oma tragen würde. Ja, genau, genau das meine ich. Das hier ist zum Beispiel ein Torsolett. Das zeichnet sich dadurch aus, dass halt der Oberkörper bekleidet wird. Unten ist es allerdings offen. Also hier könnte man noch einen Slip oder sonstiges drunter ziehen, je nach Belieben. Und wirklich sehr, sehr markant dafür ist es. Also A, es ist wirklich Fetischkleidung. Dessen muss man sich auch bewusst sein. FetischistInnen lieben das oftmals auch noch so in Beige oder Hauttönen. Ich so gar nicht, weil Beige einfach scheiße an mir aussieht. Falls das dir nicht aufgefallen ist, meine Haut ist eher so ein bisschen bräunlich. Von daher. Aber ich schweife ab. Mieder zeichnen sich auch dadurch aus, dass es wirklich der Körper so richtig eingeschnürt wird. Du bekommst ein sehr enges, anliegendes Kleidungsstück, das auch Form und Halt gibt. Gerade so hier diese Torsolets, also der Busen wird irgendwie so nach oben gehoben, wenn man es richtig anzieht, der Bauch wird nach innen gedrückt, der Po und die Hüften sind oftmals auch so gefertigt, dass da so eine spezielle oder ja so eine rundere Form tatsächlich entsteht und alles ebenmäßiger erscheint. Das ist so der Effekt, den die haben. Im Grunde sind Mieder die Shapewear von vor 40 Jahren und so kann man sie eben heute auch noch tragen. Dieses Stück habe ich tatsächlich von einem Kunden geschenkt bekommen. Ich würde mal schätzen, dass es so um die 100 Euro liegt. Ich habe allerdings euch eben auch hier dieses Mieder gezeigt. Hier, das ist ein Hüfthalter oder Strapsgürtel kann man es auch nennen. Schön breit. Das bedeutet, dass hier das Gewicht sich auch auf den Gürtel gut verteilen kann. Wenn die so ganz schmal sind, sind die auch für sehr schlanke Menschen in aller Regel nichts, weil sie nicht genug Grip haben, damit das Gewicht der Strümpfe daran halten kann. Und von daher lieber etwas, was ein bisschen breiter ist, dafür auch nicht einschneidet, Stichwort Muffintop. Und indem man sich einfach auch gut bewegen kann und sich wohlfühlt. Das Teil, ich glaube, der Hersteller nennt sich, ich glaube, Korsett Atelier Kassel, ganz simpel. Die machen hauptsächlich Korsetts und sowas halt. Das Teil hat mich vielleicht 25 Euro gekostet. Es geht. Man findet auch Mieder zum Beispiel von Herstellern wie What Katie Did. Nicht ganz günstig, aber jetzt auch nicht übertrieben teuer, je nachdem, was man da halt auch kaufen möchte. So viel zu Miedern. Ich liebe Mieder, ganz ehrlich. Ich mag so auch dieses bisschen eingeschnürte Gefühl. Das muss man schon mögen. Im Sommer ist das oftmals so ein bisschen so eine Qual, um ehrlich zu sein. Aber fern davon ab, ich mag die tatsächlich irgendwie sehr gerne. Falls du dich auch gewundert hast, ich habe es vorhin erwähnt, Korsett. Nein, ich besitze kein Korsett. Ich mag keine Korsetts und ich finde sie scheiße. Deswegen stelle ich sie hier an der Stelle tatsächlich auch einfach nicht vor. Wenn du allerdings ein Korsett tatsächlich haben möchtest, würde ich dir immer das Fachgeschäft empfehlen. Da gibt es doch ein paar mehr Sachen zu beachten und auch was das Material angeht. Da muss man ein bisschen Geld investieren, also eine dreistellige Summe kommt da wahrscheinlich schon zusammen. Also unter 100 Euro was Anständiges zu finden, ist gar nicht so einfach. Das ist schon schwierig. So,
Wenn du noch mehr erfahren willst und du noch Fragen hast, die ich hier noch nicht mal angerissen habe, schreib sie mir gerne unten in die Kommentarbox. Ich mache auch gerne nochmal ein Video zum Thema Dessous. Ursprünglich wollte ich das Video auch ein bisschen anders gestalten und mit euch Online-Shopping machen. Das findet hier jetzt aber überhaupt gar keinen Platz. Aber falls ihr diese Idee auch gut findet und wir mal zusammen irgendwie schauen können, wie kann man online schon schauen, wie etwas passen könnte und wie vielleicht nicht, dann lasst es mich gerne wissen und wir schauen einfach mal, was daraus noch wird. Ansonsten kann ich euch Patreon empfehlen. Ich werde dort auf jeden Fall in der nächsten Zeit oder bis hierhin alles an Videos hochladen, was ich zum Thema Dessous habe. Und dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Sonntag zu wünschen. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, zum Beispiel in diesem Video. Ja, ich würde es an deiner Stelle sofort anklicken. Warum denn auch nicht? Willst du mich nicht weiter sabbeln hören? Ich hoffe schon. Dann ganz lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass es hilfreich war und wir uns bald wiedersehen. Bis dahin. Ach ja, Kanal abonnieren, nicht vergessen. Ciao.